Hallo alle zusammen, dies ist ein neues Let's Talk. Eigentlich nur, um euch um Entschuldigung zu bitten, weil ich habe jetzt 3 Tage nichts hochgeladen, ohne euch davon zu erzählen. Ich meine, es hört sich wahrscheinlich eh keiner an, was ich da sage. Und die, die es anhören, haben es selber verdient, wenn sie es nicht hören, weil ich nicht da bin. Aber ich war woanders, dort hatte ich zwar Internet, das war aber echt langsam und es hätte, glaube ich, 2 Tage gedauert, um irgendwas hochzuladen, deswegen habe ich es dann gelassen. Ja, der zweite Grund, warum ich mich bei euch schwammerl melde, ist, offensichtlich schaut sich doch irgendjemand meine Let's Plays an. Ich habe nämlich in dem einen Let's Play eine Frage versteckt. An diese Frage habe ich schon selbst nicht mehr gedacht. Aber keine Sorge, irgendeiner von euch hat sie tatsächlich beantwortet. Eigentlich sogar zwei, was ich noch absurder finde. Also derjenige, den ich jetzt mal erwähnen sollte, nennt sich auf YouTube Andy Jan. Ich habe keine Ahnung, ob das der Andy aus der 7D ist. Wenn er es ist, muss ich ihm sagen, Andy, bist du doof? Hast du nichts Besseres zu tun? Du bist doch ein guter Schüler. Da wird man sich doch nicht sowas anschauen. Naja, egal. Und der andere war Daniel. Ich meine, dass der Zeit hat und nichts zu tun hat, ist klar. Der studiert jetzt, glaube ich, gerade, oder? Macht er gerade Zivildienst oder Bundesheer? Nimmt den jemanden beim Bundesheer? Ich glaube nicht. Ich glaube, der macht Zivildienst. Das heißt, er hat wirklich, wirklich viel Zeit. Der kann sich alles anschauen. Er ist einer von diesen Sozialschmarotzern. Und wenn er Student ist, ist es dann noch viel, viel schlimmer. Naja, schauen wir mal, ob er das durchhält. Ja, das waren die zwei. Die beiden kannten Uri Geller. Wer von euch kennt noch Uri Geller? Ich fände es ja toll, wenn ihr Uri Geller von Bernd das Brot kennen würdet. Da gibt es so eine Endlosschleife in der Nacht, wo er unter anderem gecastet wird für der Next Uri Geller. Seien Sie ein Mentalartist oder sowas in die Richtung. Na gut. Auf jeden Fall, hier hinten dran kommt noch ein Ätna-Bericht aus. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald morgen. Ich glaube, ich werde jetzt auch bald fertig sein mit dem Victoria-Ding. Das Victoria-Ding kann nicht mehr allzu viele Einheiten brauchen, außer es kommt noch kein wirklich, wirklich großer Krieg, die letzten 3, 4 Jahre, die ich noch zu spielen habe. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Okay. Bis dann. Tschüss euch. Ach ja, stimmt. Apropos, nicht nur tschüss euch. Wenn ich mit Victoria fertig bin, werde ich irgendein anderes Strategiespiel nehmen und länger spielen. Ich weiß noch nicht genau was. Auf jeden Fall irgendwas, was ähnlich lang und mühsam ist wie Victoria. Einfach deshalb, weil ich es mag und kann. Bis dann. Und jetzt viel Spaß mit Ätna bricht aus. Willkommen zum 9. Teil der Serie Ätna bricht aus. Wir sind das letzte Mal auf den. Ich glaube, auf den letzten Insassen, den wir noch nicht kennen, getroffen, auf den Schlüsselmeister, eine sehr gruselige Figur, mit der wir gesprochen haben und der uns den Auftrag gegeben hat, einen Generalschlüssel zu machen. Das wird jetzt unsere Aufgabe für die nächsten paar Wochen, Monate, was weiß nicht was sein. Tja, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Gut, ich glaube, hier haben wir eigentlich alles durchsucht. Hier kommen wir allerdings nicht raus. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen noch weiter. Ah, stimmt. Oh, die sind noch immer da. Ich dachte, die sind schon weg. Müssen wir wahrscheinlich nochmal wegfahren. Wir müssen noch einmal unten rumfahren, wahrscheinlich. Na gut. Ich dachte, wir können das vielleicht jetzt schon machen. Aber denkste. Na gut, dann fahren wir wieder zurück. Beziehungsweise fahren wir in den Keller.
in den Keller. Und los geht's. Und los geht's. Treffen wir wieder auf Herrn. Ah, wir treffen wieder auf. Was hältst du von dem da, Harvey? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Oh, zu farblos. Da kommt der nächste Ausgang. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Okay, dann machen wir doch ein wenig Farbe dran. Da kommt der nächste Ausgang. Hey, schau, er ist grantig auf uns. Oh, hier sind wir wieder. Okay, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Keine Ahnung. Aber ich weiß, Herrn Mantel müssen wir beschmutzen in irgendeiner Form. Ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich muss hier irgendwie raus, aber das habe ich, glaube ich, eh schon geschafft. Dadurch, dass ich den Mantel beschmutzt habe, das müsste dort unten eigentlich, müsste dort sein Laken liegen, kann das sein? Auf jeden Fall ist der Herr Mantel weg. Wo ist denn Herr Mantel hin? Gute Frage. Da kommt der nächste Ausgang. Okay. Ja, wir können verschiedene Sachen dreckig machen. Ah. Schau. Hihihihi. Okay, warte mal. Eigentlich sollten wir zuerst Farbe mitgeben. Igitt, tu es weg. Sauber Gift. Es tut mir direkt in den Augen weh. Ja, also er sagt eigentlich eh, was wir tun müssen. Wir müssen es dreckig machen. Harvey ist ein wundervoller Zeitgenosse. Irgendwie hatte ich irgendwann mal Chips. Keine Chips. Oh, die kann man nur essen. Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Wo kriegt man Chips her? Wir hatten doch noch irgendwo Chips her. Ha! Wir sind so gemein. Das ist ja unfassbar. Wahnwitz! Wir können alles zerstören. In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Oh, okay. Ja, die Idee zu Hoti und Moti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur den einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch. Und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz, der sehr viel Spaß daran hat. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich. Aber wahr. Die Idee von, die ich dazu beigesteuert habe, ist Broti, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Okay, das war dumm. So, ich glaube, wir haben. Hiermit kann ich kein Unheil mehr anrichten. Der Stinkdrink ist leer. Okay, lass uns wieder gehen. Wir haben Unheil angerichtet. Dieses Bettlaken wird hier nicht sauber zurückbleiben. Denn, sobald wir das dreckig gemacht haben, können wir den unteren Ausgang auch benutzen. Und los geht's! Tja, Herr Mantel ist noch immer weg.
der nächste Ausgang. Hey, oh, das Ding ist noch nicht da. Oh, aber Herr Mann. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Nein, ich will da raus. Was muss ich noch machen? Knurr. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, schauen wir uns noch weiter um da. Warte mal. Ah, wir haben Peter aufs Klo geschickt mit dem Dip. Oh, jetzt ist er da. Mit Petra. Sieh nur, Harvey. Ja, toll, süß. Können wir dann wieder... Vielleicht gibt's da Chips. Vielleicht muss ich jetzt nehmen. Ich will nicht gleich alles nehmen. Nimmst du nur die Chips? Ich hatte irgendwann mal auch Chips. Wenn wir Licht aufdrehen, ist dann Peter böse? Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Oh, ist das süß. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Kann man mit ihnen reden? Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Wahrscheinlich schon, ja. Huch. Das ist ein Fehler in der Grafik. Okay. Okay, hier können wir, glaube ich, nichts tun. Wir haben nichts Neues gekriegt, oder? Den Kleiderbügel, den haben wir dem Typen schon gezeigt. Könnte es sein, dass ich gerade anstehe? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Noch einen Nicht noch einen. Lieber gehe ich freiwillig in meine Zelle zurück. Okay. Also noch einen kriegen wir nicht. Barmann, einen Drink bitte. Oh. Aber natürlich. Was soll... Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Hey, jetzt ist es hell. Wir dürfen jetzt aufdrehen, weil Dings nicht mehr da ist. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Der sitzt bereits lebenslänglich. Man muss alles ausprobieren. Hey, da ist ein Neonschild. Messer und Neonschild. Ich werde mir meine eigene Neonreklame schnitzen. Oh. Aber wo bekommen wir das Schnitzel her? Eine gute Frage. Was ist mit der Gabel? Lichtessen. Lichtgabeln. Leucht. Lampe? Puh. Nein, hier ist kein Wortspiel möglich. Wenn dir doch eins einfällt, ruf direkt bei Poki an. 80 11. Okay. Oh, vielleicht können wir es dreckig machen. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Okay. Können wir den Sitz schmutzig machen? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Oh. Oh Gott, das war kein gutes Geräusch. Ui. Okay. Davon sollte ich lieber nichts mit mir herumtragen.
Es könnte mir das ganze Inventar zerschmelzen. Okay. Und am Ende frisst es sich bis ins BIOS durch und das willst du doch nicht, oder? Nein, das wollen wir wirklich nicht. Okay, gibt's da hinten noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier können wir nirgends mehr irgendetwas machen. Was war das? Vielleicht müssen wir auch einmal gegen König Adrian verlieren. Oder wir sprechen nochmal mit dem Alu-Mann, der hilft auch meistens weiter. Hey Alu! Hallo Edna, was führt dich diesmal zu mir? Nein, nichts Neues. Ich muss langsam mal weiter. Dann sprechen wir mal mit dem Adrian. Schauen wir mal, was dann passiert. Wir müssen den Drogelbecher natürlich beeindrucken mit unserer Polizeimarke. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Drogelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Drogelbecher. Und ob? Kann ich dann jetzt zum König? Drogelbecher. Cool! Ich meine, danke. Danke. Auch zum König. So, so. Das ist ein schreckliches Gespräch, der spricht so langsam. Späher haben oh Gott, bitte mach schneller. Kommen würdest, dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt. Hey, um mich vergleicht uns gerade mit Sauron. Und mein Königreich zu stürzen. Wenn, dann ist ja wohl eher Sauron. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Drogelbecher. Ich werde ihn stimmt mit nicht, deinem immer, Blut gehabt. Rächen. Huch. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Ja. Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille, ja, genau, die wollen wir aus haben. Dem Puzzle-Wettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Ich will deinen blöden Thron nicht. Wenn das eine List sein soll, ich warne dich. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Wirklich? Und oh. Frag mich was. Werden Menschen auf dem Mars landen? Wo ist Walter? Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Komme ich jemals hier raus? Werden Menschen auf dem Mars landen? Nein. Einfach nur nein? Genau. Nein. Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein, du bist es nicht. Verdammt, ich hätte nicht so oft fluchen sollen. Wo ist Walter? In einem Brunnen. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Okay. Oh nein, der Arme. Komme ich hier jemals raus? Ungewiss. Deine Zukunft ist, hey, Yoda, mein sehr junger Padawan. Ich sehe, einen weiten Weg du noch vor dir hast. Ich sehe Schmerz. Trauer. Und
Was ist das? Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Hm, das kann passieren, ja. Was wirfst du als nächstes? Oh. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Das will ich doch hoffen. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Na gut, ich bin bereit. Was soll's? So sei es. Wir haben zwar keine Chance zu gewinnen jetzt, aber was soll's. Eröffnet. Fanfara die, Fanfara da. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch. Oh, okay. Der Wurm. Wir nehmen den Köderfisch. Du machst das aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Okay. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Okay. Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Dann nehmen wir Kopf. Kopf. Zahl. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten. Ich ziehe dann mal wieder von Dannen. Cheerio. Oh, das war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Gut, versuchen wir es nochmal unten rauszukommen. Also wir müssen jetzt wieder unten raus. Ich weiß gar nicht mehr genau. Warum? Warum müssen wir gleich raus? Wir brauchen. Was brauchen wir als nächstes? Wir müssen den Löffel organisieren vom Barmann, damit wir den Löffel dem Almoveda bringen können, damit der uns ein wenig Lehm herausgräbt und diesen Lehm können wir dann mitnehmen. Gut, das ist klar. Diesen Lehm müssen wir dann. Ah ja, ich weiß schon, wir müssen noch was machen. Wir müssen die Antenne vom Fernseher umstellen, weil der Blase muss zu den Bildschirmen schauen und nicht zum Fernseher. Da kommt der nächste Ausgang. Versuchen wir es gleich nochmal. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren, dass wir runterkommen. Komm schon, sei ein gutes Kerlchen. Lass uns runter. Jetzt müsste nämlich die Decke von Hoti und Moti unten liegen. Da kommt der nächste Ausgang. Nein! Wir sind noch immer nicht unten. Genau, dann kriegen wir auch den. Deswegen müssen wir auch den Herrn Mantel runterkriegen, damit wir den Einser Dings kriegen. Da kommt der nächste Ausgang. Irgendwas haben wir vergessen. Aber was? Na gut. Ich werde mir das überlegen, bis zum nächsten Mal. Jetzt sind ca. 20 Minuten um und ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.